Ja Leute, Skibbity Toilet Episode 70 Part 1 ist draußen und der erste Part dauert ein bisschen über 4 Minuten, ist also einer der längsten Parts, die wir bisher hatten in Skibbity Toilet, Leute. Und wir schauen heute mal, was The Fuck Boom uns dahin gezaubert hat. Wir alle haben drauf gewartet, 2 Wochen. Jetzt ist es endlich da und wir gucken jetzt einfach mal rein und ich würde sagen, let's go. Alright Leute, Skibbity Toilet Episode 70 Part 1. Oh, das ist aber... Ist das eine neue Unit mit dem... Mit dieser Waffe? What the hell war das denn? Oh mein Gott, was kommt da denn an? Okay, da haben wir den Laser-Cameraman. Den allerechten mit seiner fetten Wummel. Yo, krass, ey. Ist das schon der gleiche, ja? Wie vom letzten Mal. Meine Güte. Das sieht extrem krass aus, ey. Holy Macarotini. Wow, was ist das? Was ist das? Oh, das sieht sehr ungesund aus. Oh, der UTC Upgraded Titan Cinemaman. Cameraman, nicht Cinemaman. Cameraman. Ich bin schon total verblödet, Leute. Heute war ein langer Tag. Oh mein Gott, was hat er denn für krasse Waffen? Okay. Wow. Der hat richtig fette Wummen jetzt. Ist das, weil Cinemaman ihm letztes Mal diese extra Kraft gegeben hat oder so? Er hat halt gar nichts bekommen. Ich glaube, der wird langsam mal sauer. Irgendwann. Okay, wir haben wieder Reverse. Oh, er gibt ihm was. Oh, er gibt ihm was. Oh, yo. Der Aufstieg von Upgraded Titan. Speakerman. Der Upgraded Titan Speakerman. So können wir ihn jetzt nennen, ja. Vormals Titan Speakerman. Der ist jetzt wirklich upgraded, ey. Wie ein Toilet Tower Defense. Jo, Junge, das ist aber eine übertriebene Geschichte. Und jetzt sitzt er da ganz cool da so auf seinem. Holy. Das Gesicht. Oh nein. Da kommt eine echt fette DJ-Toilette, ne? Warum hat sie die zerstört? Das müssen wir uns im Replay nochmal ansehen. Wer ist er denn? Ihr werdet alle sterben. Nein, er hat sein Schwert. Oh mein Gott. Ja, jetzt bist du sauer, ne? Ach du meine Güte. Ey, so viele neue... Alte Units, die irgendwie neue Waffen und Upgrades haben. Okay, die sind in der Facility unten und haben das gestreamt bekommen von oben. Wilde Fo- Oh oh. Oh oh. Da geht irgendwas ganz krasses ab. Ey, Leute, eine wilde Folge. Okay, wir machen ja immer ein Replay, an dem wir uns angucken, was es eventuell Neues gibt. Oder Dinge, die
ich denke, dass die neu sind, die mir beim letzten Mal nur nicht aufgefallen ist und ich sie euch so verkaufe, als wären sie neu und sie, ihr mir dann in die Kommentare reinschreibt, yo, Rotox, bist du eigentlich? Also, so wie immer eigentlich, okay. So, wir gucken mal. Also, da wirft eine Granate rein, die Waffen da sind aber irgendwie auch neu. Also, das da, kennen wir diesen Flammenwerfer? Ich meine, keine Ahnung, ob man das als Flamme bezeichnen kann. Kennen wir das? Ich weiß es nicht. I don't know. Und hier, den Kollegen. Mit seiner Doppelpistole hier. Oder irgendwie mit seiner Doppelwumme. Auch noch nicht gesehen, glaube ich. Ich meine, gut, jetzt ist er tot. Das sind auch neue, glaube ich, ne? Diese kleinen. Gut, er geht halt richtig wild ab. Wir gucken uns natürlich auch das Reverse an, Leute. Da hat bestimmt schon jemand irgendwas gemacht. Schauen wir uns natürlich auch dazu an noch. Also das ist schon ziemlich krass. Warte mal, kann ich eigentlich... Was ist das denn hier? In welcher Qualität schaue ich das denn an? 480p, das ist ja super. Habe ich mir das die ganze Zeit in 480p angeguckt? Ach du heilige Mutter Gottes. Gut, dass wir es nochmal anschauen. Das ist ja wirklich, also... Gut, er vernichtet alle, ne? Das ist halt natürlich auch irgendwie krass, also... War mir irgendwie nicht klar, dass der Kollege so heftig ist. Übrigens hat man da, glaube ich, jetzt gesehen, dass die eben das im Stream beobachtet haben, weil hier mal ganz kurz eine Interferenz war. Wisst ihr, wie ich meine? Also, ich glaube, das soll so zeigen, jo, das wird angeguckt. Das kapiere ich jetzt nicht. Achso, nee, das kommt später. Passt schon. Jetzt kapiere ich schon. Das sind irgendwie auch neue oder so. Titan Cameraman. Ich sag by the way immer upgraded, weil ich Toilet Tower Defense spiele und da heißen die upgraded. Aber er hat immer noch keinen Arm, ja? Ein kleines, feines Detail, er hat immer noch keinen Arm. Ach, guck mal, da hinten ist auch eine drin. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Ich war so geflasht. Da hinten sind die Masten umgeknickt. Ein kleines, aber feines Detail. Auch dead. In den Abgrund runter. War das eine Toilette? Ja, das war eine Toilette. Ich dachte vorhin, das war Glitch, aber das war eine Toilette. Es wird irgendwie sowas heißen wie ich upgrade dich oder so wahrscheinlich. Ey, upgrade you oder so vielleicht. Das ist jetzt eine richtig heftige Szene, wie ich finde. Oh, er hat sich einen neuen Arm gegönnt. Guck mal. Ey, was mir jetzt gerade schon wieder nicht aufgefallen ist beim ersten Durchgucken. Not bad. Jetzt kommt eine richtig krasse Szene, Leute. Die ist richtig nice. Die könnte ich mir 100 Mal angucken. Wie er einfach austickt. Ach du meine Güte. So, das kapiere ich jetzt nicht. Warum kommt diese Toilette, fährt so massiv auf und wird dann von hinten zerstört? Warum? Ist das irgendwie so eine neue Alpha-Toilette oder so? Ist das irgendwas Neues? Ich bin gespannt, was er sagt. Das schauen wir uns gleich an. Er imitiert die Stimme aber, oder? Kann das sein? Fliegt da weg und grinst. Alright. Gut, das... Am Ende, glaube ich, da war nichts mehr jetzt, ne? Also gut, die hier... hat neue Waffen, glaube ich. Oder? Sie guckt wie immer sehr süß. Aber ansonsten, glaube ich, war da jetzt so nichts mehr. Nee. Da war jetzt nichts mehr, nur noch dieses Klopfen. Das hat mir so in der Facility so ein bisschen den Eindruck von so Horror. Wisst ihr, wie ich meine? Jetzt schauen wir mal nach dem Reversed. So, wir sind wieder auf dem Channel von Cheedogs Atelier. Ich verlinke euch das natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Jo, wir schauen jetzt mal. Ich möchte jetzt aber nur zu den Dingern hinskippen oder hingehen, wo... Ja, was sagt auch... Okay, da ist er nur sauer. Okay, da war nichts mehr.
Was? What the fuck do you think you are? Oder was zum Teufel denkst du, wer du bist? Sowas. Verstehe ich nicht. So, warte, jetzt hier. Oder? Nee. Jetzt ja. Was? You come here vielleicht. Aber ansonsten verstehe ich das nicht. Okay, aber Leute, die Reverse-Sachen könnt ihr mir natürlich wieder unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was das heißt. Aber das erste ist, was zum Teufel denkst du, wer du bist, oder was zum Teufel glaubst du, wer du bist. Das zweite habe ich nicht verstanden und das, glaube ich, hieß, jetzt komm her oder irgendwie sowas. Also es gibt ja quasi ein Upgrade, jetzt komm her. Alright, Leute, aber trotzdem sehr, sehr wild auf jeden Fall. Sehr, sehr wild. Ich bin echt gespannt, wie Part 2 wird. Aber am allermeisten bin ich gespannt, wie es in der Facility weitergeht, weil das hat so ein bisschen Horrorelemente für mich. Gerade so von der vorletzten Folge, wo wir die ganzen eingekerkerten Experimente gesehen haben und alles schon ziemlich wild. Und wer der neue Dude ist, das ist halt auch natürlich wieder so eine ziemlich wilde Sache, ne? Also da kann ich jetzt auch überhaupt gar keine Theorie machen oder so. Ich weiß es nicht. Ich könnte nur sagen, dass es vielleicht irgendwie eher so eine Alpha-Toilette ist, die vielleicht mit denen gar nichts zu tun hat. Denn umsonst hat sie ja die andere nicht zerstört. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, eure Theorie, Leute. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, Freunde. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und ciao.